Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Also, heute geht es um Dinge, die ich nachbestellt habe. Wir waren in einem Supermercato hier auf Mallorca. Ein Riesenteil, da habe ich auch etwas geshoppt. Ich war in einem kleinen Geschäft hier um die Ecke. Und das alles möchte ich euch heute zeigen. Wir haben auch ein neues Küchenprodukt gekauft, womit man was brutzeln kann. Und mein Mann hat sich noch etwas gegönnt, was er dringend hier auf der Insel braucht. Also, ich denke mal, wir legen erstmal damit los, was ich nachbestellt habe. Das mache ich gleich am Anfang, weil da haben einige schon drauf gewartet und ich zeige euch jetzt mal, was ich bestellt habe. So, dieser Riesenkarton ist hier bei mir angekommen. Das sind die Produkte von Frau Dr. Jetzke. Ja, Frau Dr. Jetzke kommt aus den Niederlanden. Ich habe sie euch schon mal in einem Video vorgestellt. Es ist eine richtige Ärztin. Frau Dr. Jetzke, Dermatologin auf ihrem Gebiet, nicht nur irgendwie so eine Dr. Brandlinie oder so, sondern wirklich eine Dermatologin. Ich habe sie euch letztes Mal schon vorgestellt. Ich habe auch vergessen, euch in letzter Zeit dran zu erinnern. Tut mir leid, einige haben mich auf Instagram auch schon gefragt. Der Rabattcode gilt natürlich noch mit Astrid 15, ihr bekommt 15%. Das werde ich euch hier gleich mit einblenden. Ansonsten, ihr findet immer alles unten in der Infobox. Wenn ihr mal einen Rabattcode sucht und ich ihn nicht speziell erwähne und euch trotzdem Produkte zeige, geht einfach mal in die Infobox, da sind immer alle Rabattcodes drin, da könnt ihr gerne schauen und versuchen, die anzuwenden. Also dieser hier, der gilt mit Sicherheit auch bestimmt noch bis Ende des Jahres, eigentlich alle anderen Rabattcodes, die ich habe, auch. So, und was habe ich unbedingt auf der Insel gebraucht? Ich habe euch ein Produkt gezeigt letztens, was ich richtig toll fand. Im Übrigen ist das gut bei euch angekommen. Ihr habt euch auch, oder einige von euch haben sich die kleine 250 Milliliter Flasche, glaube ich, davon bestellt, um mal zu gucken, wie ist das überhaupt. Aber was ich dringend brauche auf dieser Insel, ist ein Sonnenschutz. Und dieses Mal, weil ich ihn ja nun kannte und wusste, wie gut er ist, habe ich ihn mir in einer 1000 ml, also 1 Liter Version nachbestellt. Im Übrigen, denkt bitte daran, bei Frau Dr. Jetzke können die für die ganze Familie angewendet werden. Sie hat auch einen Blogbeitrag auf ihrer Seite, schaut da gerne mal nach, wo es um Suncover geht. SPF 30 haben wir hier. Sie hat im Übrigen auch separate Produkte für das Gesicht. Viele haben mich schon gefragt. Ja, schaut einfach mal bei ihr auf die Seite, das hat sie auch. Und das ist alles so konzipiert worden in den Niederlanden, dass das für die gesamte Familie ist. Ihr könnt eure Kinder damit eincremen, ihr könnt euer Gesicht damit eincremen. Es hat super schöne Inhaltsstoffe noch mit dabei. Übrigens ist es ein Pumpspender. Sie hat diese Größe im Übrigen hergestellt, weil auch diese Cremes in den Niederlanden, sie hat zweimal damit einen Preis gewonnen, in den Kindergärten und Schulen mit aufgestellt werden können. Und jeder kann drücken, jeder kann sich eincremen und jeder kann sich vor Hautalterung und Sonnenbrand schützen. Genau. Dann habe ich ein Produkt nachbestellt, das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist auch eine 500 ml Version einer Bodylotion. Das ist die Bodylotion, die ich jetzt schon eine ganze Weile verwende. Ich habe euch damals schon im ersten Video gesagt, sie hat eine ungewöhnliche Textur. Ich habe sowas noch nicht erlebt, weil man trägt sie auf, dann fühlt sie sich im ersten Moment reichhaltig an und sie ist auch reichhaltig. Sie zieht aber trotzdem sofort ein, hinterlässt auch kein klebriges Gefühl, keinen komischen Film oder sonst irgendwas. Ihr habt danach das Gefühl, ihr habt richtig, als hättet ihr eine Bodybutter verwendet. Es ist aber eine Bodycream. Trotzdem schnell eingezogen, ihr könnt euch danach anziehen. Und nächsten Tag noch könnt ihr euch anfassen irgendwo und ihr spürt noch denselben Effekt von dem Tag zuvor, wo ihr euch eingecremt habt. Ich habe dieses Feedback bekommen, ich kann es somit also auch sagen, es ist einfach so, es ist eine ungewöhnliche Bodycream. Es ist wirklich so, dass die Haut sich danach, ich blende im Übrigen immer Bilder mit ein, danach wirklich sehr, sehr gut anfühlt und super gepflegt. Die Inhaltsstoffe haben wirklich eine tolle Wirkung auf die Haut, eine hautfestigende, die stärkt die Haut. Die Haut hat, man hat das Gefühl, sie wird fester. Und ich kann mir vorstellen, wenn man die wirklich regelmäßig anwendet, dass die Haut sich wirklich extrem verbessert. Es ist meine Lieblingscreme, auch da habe ich Feedback bekommen. Ich weiß es, ihr habt es gesagt, ihr findet sie klasse. 500 ml und dann der Preis. 15% gehen noch runter mit Astrid 15, das müsst ihr auch immer mit einberechnen. Und dann habt ihr ein super Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Bodycream. Ich liebe sie, sie ist einfach klasse und ich werde sie mir auch immer wieder nachbestellen. Dann habe ich mir die luxuriöseste Handwaschseife wieder nachbestellt von Frau Dr. Jetzke in einer 500 ml Version. Diese Handwaschlotion ist wirklich etwas ganz Besonderes. Abgesehen davon, dass sie total edel daherkommt mit der goldenen Manschette. Ihr habt einen super Pumper oben drauf. Ihr braucht nur einmal drücken, das reicht vollkommen zum Händewaschen. Aber diese Handwaschlotion kann mehr als nur die Hände waschen, sondern es pflegt sie
beim Händewaschen. 5% Glycerin ist hier mit drin und 2% Betain. Ich liebe die wirklich und die wird auch bei mir bleiben. Ja, dann habe ich erst gestern, ich werde es euch hier mit einblenden, gezeigt auf Instagram, wie ich mich gereinigt habe morgens und habe dafür diese zwei Produkte verwendet. Ich habe hier den Cleanser für normale bis trockene Haut und auch den Toner. Das ist so eine leicht altrosane Schrift. Ihr bekommt es im Übrigen auch für normale bis fettige Haut. Also sie hat zwei verschiedene. Bei Frau Dr. Jetzke sind die Produkte auf ein Minimum reduziert. Also die Auswahl ist nicht jetzt so immens groß, sondern sie hat sich wirklich auf die wichtigsten Produkte beschränkt und hat lieber die Produkte mit Wirkstoffen bestückt, die dann wirklich der Haut helfen. Sie packt die Wirkstoffe mit in ihre Cleanser, in ihren Toner, in ihre Körperlotion, in die Handwaschlotion mit rein und somit erspart ihr euch da eine ganze Menge. Also ich habe den Cleanser benutzt, das ist ein Creme-Cleanser im Übrigen, auch wieder mit Niacinamid, aber auch mit Allantoin. Allantoin ist bekannt für Hautberuhigung und geht gegen Rötungen. Allantoin ist auch gegen spröde und rissige Haut und Beta-Glucan ist mit drin. Durch diesen Creme-Cleanser ist die Haut wirklich vorgepflegt, das sage ich euch. Ihr habt das Gefühl, sie ist schon mal ganz, ganz fein auf feiner Ebene eingecremt und die Haut ist nicht mehr so trocken. Sie fühlt sich sofort entspannt an. Dieses Trockenheitsgefühl ist weg. Also hier im Moment bei dem Wetter liebe ich diesen Cleanser. Dann gibt es den Toner. Der ist im Übrigen auch für normale bis trockene Haut, hydratisiert die Haut und schützt vor dem Austrocknen. Den gebe ich gleich nach der Reinigung auf. Ich benutze im Moment auch kein Thermalwasser mehr, das brauche ich nicht. Ich nehme den Toner, der darf auf der Haut bleiben, nehme sofort meine Hyaluronsäure und arbeite sie mit dem Toner ein. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Produkt, das teste ich gerade. Hier ist es ein Vitamin A Serum, das ist aus dem Bereich, wo auch das Retinol daraus hergestellt wird. Es ist kein reines Retinol, sondern es ist erstmal die Vitamin A Säure, die sind in einer stabilen Form. Hilft gegen Hautalterung, macht Hände glatter und gleichmäßiger, wirkt auch bei Pigmentflecken und verstopften großen Poren und mit zusätzlichen beruhigenden Inhaltsstoffen. Ich bin gerade am Testen, das heißt, wenn ich es richtig getestet habe, dann werde ich euch dazu ein separates Feedback, glaube ich, mal geben zu dem Produkt. Es kommt im Übrigen in so einer spritzenartigen Form rüber. Ich habe euch das hier mit eingeblendet, wie ich es auftrage. Lässt sich sehr gut dosieren. Bisher bin ich sehr angetan davon, weil ich habe das Gefühl, wenn ich es auf die Haut aufbringe, dass es schon so eine pflegende Wirkung hat. Also so ein bisschen etwas reichhaltiger ist. Also es ist nicht gleich so, dass es wie Wasser ist und weg ist, sondern es hinterlässt ein pflegendes Hautgefühl. Sehr schön bisher schon, mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Ich finde es bisher sehr gut und es ist auch ein Anti-Aging-Produkt. Es geht gegen Falten, es geht gegen die Hautalterung. Das ist das, was ich auch brauche und wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. Ja, das war meine Bestellung von Frau Dr. Jetzke. Also wie gesagt, wer da Lust hat, schaut gerne unten in die Infobox rein. Wie gesagt, es gibt 15% und das schon seit dem letzten Mal. Ich hatte es einfach nur vergessen, immer mal wieder mit zu erwähnen. Viele Zuschauer auf Instagram gucken dann einfach mal in die Infobox und sagen, du hast das gilt der Code noch? Und dann sage ich immer, ja, stimmt. Es ist immer so, wenn man die Codes erwähnt, mag es auch nicht jeder. Und dann geht man oft drüber hinweg und wenn man sie nicht erwähnt, dann gibt es auch die andere Seite wieder, die sagt, oh Mensch, Astrid, kannst du nicht mal die Codes mit erwähnen? Ich wollte was bestellen, dann habe es nicht gewusst. Das ist ein zweischneidiges Schwert und deswegen sage ich es heute nochmal, das ist meine Nachbestellung. Im Übrigen ist die erste hier abhanden gekommen. Die haben die mit DPD verschickt. Wir haben dann jetzt einen Nachforschungsantrag gestellt. Musste ich ausfüllen, damit die wissen, wo die Sachen geblieben sind, weil das ist ja kein unerheblicher Wert hier drin gewesen. Und haben mir aber sofort wieder ein neues Paket geschickt. Also ich habe auch schon von anderen gehört, sehr kulant, super. Ein Kundenservice, man kann dort anrufen, deutschsprachig. Die haben einen deutschen Mitarbeiter oder deutsche Mitarbeiter, ich weiß nicht wie viele. Und ich habe auch schon mit denen telefoniert, super, super nett. Ihr könnt dort alle Fragen stellen und ich finde die Beratung dort sehr, sehr hochwertig. Also wirklich, man merkt, dass man es dort wirklich mit einer Marke zu tun hat, wo hinter eine Dermatologin steht aus den Niederlanden, die dort wirklich auch studiert hat. Habe ich auch euch im letzten Video zu Dr. Jetzke erzählt. So, das soll es heute gewesen sein. Und jetzt starten wir mal mit dem Ausflug zu dem Supermarkt und ich euch dann erzähle im Nachhinein, was ich dort gekauft habe. So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter mit dem nächsten Vlog. Wir sind auf dem Weg nach Sakoma.
und sind gerade noch in, nee, wir sind jetzt mittlerweile schon in Calabona. Auf alle Fälle wollen wir einen Drucker heute Morgen kaufen. Und da soll es ein Geschäft geben. Keine Ahnung, wir kennen es nicht. Ihr seht schon, da sind die Berge. Wir sind auf dem Weg nach Porto Cristo. Wir sind aus Calabona schon raus. So, damit ihr mal seht, welcher Supermarkt das hier ist. Der nennt sich Carrefour oder so ähnlich. Und der ist in Sacoma. Und da bekommt ihr wirklich alles. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal hier seid und braucht irgendwas. Hier gibt es alles. So, jetzt nehmen wir unseren Sohn erstmal hier so einen Mini-Airfryer mit. Schaut mal, ihr kriegt hier alles. Alles, alles, alles. Hier unten. Ihr kriegt sogar den Mini-Airfryer. Mit 0, also mit 4,1 Liter, kostet 115 Euro. Das ist der hier, glaube ich, dann. Ja. Das gute Stück von meinem Mann, der brauchte unbedingt einen Drucker. Wir hatten zu Hause auch einen Epson-Drucker, mein Mann schwärmt davon und er wollte den einfach nicht mitschleppen, es war wohl auch kein Platz mehr im Auto. Und er hat gesagt, er kauft sich dann hier ein. Das war im Übrigen das letzte Gerät im Regal. Es standen bei Carrefour ganz, ganz viele Drucker von Canon und allen möglichen Firmen, aber er wollte halt Epson haben, er stolz auf Epson. Und deswegen hat er sich den Drucker mitgenommen. Ja, das war zum Beispiel ein Produkt. So, und jetzt gehe ich mit euch mal in die Küche und zeige euch die Mini-Heißluftfritteuse. Die haben wir hier rum. Oma, meine hat schon abgewaschen. Eiderdaus, könnt ihr sehen. Da, es steht nichts. Und hier steht das gute Stück. Das ist die Marke MyWay. MyWave. Nicht My Way, My Wave. Und wir haben sie schon angehabt. Wie gesagt, wir haben doch schon Pommes letztens drin gemacht. Die lässt sich sehr, sehr gut einstellen. Das Display leuchtet jetzt nicht. Das ist also praktisch erst an, wenn man den Stecker reinsteckt. Und die lässt sich aber gut bedienen. Sie hat 5,2 Liter. Ja, 5,2 Liter, das ist viel. Unser Airfryer zu Hause hatte 7,2 oder so, oder 7. Und man sollte schon darauf achten, so ein bisschen mehr Volumen zu haben. Die hatten da auch andere Marken. Die hatten auch von Philips den Mini-Airfryer. Und der hatte aber nur, was hatte denn der? Ich weiß gar nicht, wie viel Füllraum der hatte. Viel, viel weniger, die Hälfte von dem, glaube ich. Ich glaube, 3 Liter oder so. Und mein Mann meinte, nee, das reicht nicht hinten und nicht vorne. Ne? Und dann haben wir den hier gesehen und haben gesagt, okay, der kostete auch, anstatt der von Philips sollte 115 Euro kosten und dieser hier 80 Euro. Ja, und für 80 Euro hat mein Mann gesagt, nehmen wir den mit, weil wir hier irgendwas brauchen, um mal Pommes, ein paar Hähnchenschenkel, mein Sohn, der macht da immer irgendwas drin, ein Baguette oder mal ein Brötchen aufbacken oder so. Also ich sag mal, 3, 4 Brötchen bekommt man rein. Aber eigentlich holen wir die hier immer frisch, weil der Eroski, der Supermarkt hier, der hat auch sonntags auf und dann gehen wir morgens immer hin. Ja, das war unsere nächste Anschaffung. Wir haben uns eine Mini-Heißluft-Fritteuse gekauft für 80 Euro und die macht einen guten Job. Ja, wir waren in einem Supermarkt, der nennt sich Carrefour. Ich habe es euch gezeigt. Ich habe euch ein paar Inspirationen mit eingeblendet, wie es dort ausgesehen hat. So viel Film wollte ich jetzt auch nicht, weil ich weiß ja mal nicht, ob das hier in Spanien alles so erlaubt ist. Und ich habe mir nur 2 Teile dort noch gegönnt. Ansonsten haben wir dort eingekauft. Das war ein super Erlebnis. Fand ich sehr gut. Und ich habe mir einfach in der Drogerieabteilung, ich habe was gesucht, mein Hydrofugal. Das gibt es hier leider irgendwie gefühlt nirgends. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll. Wahrscheinlich in die Apotheke. Ich werde es morgen mal in der Apotheke versuchen. Auf alle Fälle habe ich mir von Garnier Skincare eine Vitamin-C-Maske mitgenommen. Die hat mir einfach ins
Auge gelacht und ich habe mir gedacht, die nehme ich mal mit. Ich gucke mal, die werde ich mit euch zusammen auftragen, gar kein Problem. Und dann habe ich mir ein günstiges Parfum gegönnt. Das stand dort in den Regalen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Die sehen auch irgendwie gefühlt immer alle gleich aus, die Flaschen. Haben halt eine andere Farbe. Aber auch die Verpackung sieht dann immer so aus wie diese hier. Auf alle Fälle habe ich mich da durchgetestet. Und die Flaschen sehen alle so aus. Seht ihr das? Und ich bin dann bei Air de Sevilla. Azur Fresh hängen geblieben. Es ist ein Eau de Toilette und es riecht sehr, sehr frisch und es gefällt mir so gut. Die lagen alle bei 9,95 Euro oder so. Die müssen wir heute aufsprühen. Oh, ich liebe diesen Duft, wenn ihr hier mal seid auf der Insel und ihr solltet wirklich an diesen Düften vorbeikommen. Ich weiß, ich war letztens in der Parfümerie, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie die heißt, ich kann es mir nicht merken. Auf alle Fälle, die haben da so andere Sachen, eigene Marken, auch günstige, um die 10 Euro mit so einem runden Deckel. Hier war es aber so, hier standen lauter solche Flaschen und immer mit einer anderen Farbe, einer anderen Aufschrift. Und ich bin bei Azur Fresh hängen geblieben. Ja, Air de Sevilla. Ich liebe den, 10 Euro, da kam ich nicht dran vorbei. Und den musste ich einfach mitnehmen. Und jetzt werde ich ihn auch tragen, weil der ist ganz, ganz... Ich weiß nicht, ob er ein bisschen was Zitroniges oben in der Bergamotte in der oberen Kopfnote mit hat. Riecht sehr frisch, sehr aquatisch, sehr speziell. So habe ich es noch nicht gehabt in Deutschland. Den würde ich mir auch demnächst nochmal nachkaufen, wenn wir bei Carrefour sind. Ist ein uriger Name, ne? Carrefour. Und würde mir noch eine zweite Flasche hinstellen, dass ich die habe. War auch die Flasche, die am meisten ausverkauft war. Ich glaube, es stand dann am Ende auch nur noch eine da. Und ich habe dann gedacht, okay, hättest du mal die zweite auch noch mitgenommen. So, dann war ich in einem Shop hier bei uns um die Ecke. Und zwar Ale Hop nennt sich das. Da steht eine große Kuh vor der Tür. Und diese große Kuh, da hängt auch eine Glocke drumherum. Und viele, die dran vorbeigehen, bimmeln dann halt immer an der Glocke. So, was habe ich mir gekauft? Es ist alles schon geöffnet, weil mein Mann schon probiert hat, ob das hier mit dem Aufladen passt. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar habe ich mir spaßeshalber eine kleine Mini-Reinigungsbürste gekauft. Im letzten Vlog habe ich euch die im Fenster gezeigt und habe gesagt, ich werde dort noch hingehen und sie mir kaufen. Eine ganz kleine Mini-Ultraschall-Reinigungsbürste, also eine elektrische Gesichtsbürste. Reinigungsbürste steht hier auch drauf auf der Verpackung. Es ist ein USB-Stecker mit dabei in der Verpackung. Den steckt man, Moment, nicht wundern, das Loch ist im ersten Moment gar nicht sichtbar. Mein Mann hat gesucht und gesucht und sagt, wo ist denn hier das Loch? Und dann war hier hinten so ein Punkt und den musste man dann erst durchstechen. Nee, das ist jetzt aber das falsche Kabel, glaube ich. Hier ist es. Ich war das. Meine Schuld. Hier ist so ein ganz, ganz kleiner Stecker. Den steckt man dann hier hinten rein und dann kann man das per USB aufladen. Hat eine ganz weiche Bürste und eine etwas feste. Wenn ihr mal hier im Urlaub seid, seht diesen Shop. Ale Hop heißt der, mit der Kuh vor der Tür. Geht da mal rein. 9,95 Euro oder so habe ich bezahlt. Und das war so ein Fun-Produkt, wo ich gedacht habe, das teste ich einfach mal aus. So, und dann habe ich mir in dem Laden auch bei Ale Hop eine Sonnenbrille gekauft. Oder vielmehr zwei. Die mussten einfach mit. Einmal in Roségold, diese verspiegelte. Und das ist auch so Roségold, das könnt ihr schon sehen. Die musste ich haben, die hat ungefähr 15 Euro gekostet. Und diese hier war noch günstiger, die hat 10 Euro gekostet. Moment, die war also in dieser Tüte mit drin. Und die ist so lila vorne. Ich fand sie einfach nur cool. Und habe gedacht, okay, damit man hier jeden Tag einfach mal eine andere Sonnenbrille hat. Und ich fand die so stylisch. Na, ich weiß nicht, ob sie euch gefällt. Das ist ja auch immer Geschmackssache. Nico, nicht jammern. Herrchen kommt gleich. Jedenfalls gefällt sie mir sehr, sehr gut. Und auch die Roségoldene gefällt mir auch sehr gut. Ja, das habe ich bei Ale Hop gekauft. Ja, da werde ich aber noch mal hingehen, weil es dort auch noch kleine Ringleuchten gibt. Ich wollte mal gucken, ob ich mir eventuell fürs Handy eine kleine Ringleuchte kaufe. Oder eigentlich passt es aber hier von der Beleuchtung. Also vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Und ich habe euch also wie gesagt den Drucker mit eingeblendet und auch die kleine Mini-Fritteuse.
Und ja, das war es, was wir eigentlich geshoppt haben bei Carrefour. Und der Weg dorthin ist auch cool. Das ist in Sacoma, also gar nicht weit weg hier von Cala Mayor. Es sind ungefähr mit dem Auto 10 Minuten oder so oder 15 maximal. Man ist schnell da. Und wenn ihr mal in Sacoma seid und ihr möchtet da mal hin, geht da einfach mal nach Carrefour. Die haben coole Sachen, ist ein riesen Einkaufszentrum. Da bekommt man wirklich alles. Und auch was man sonst in Deutschland nur in Apotheken bekommt, von Aveen und La Roche-Posay und Eucerin, ganze Regale voll sind da. Also richtig große Regale mit solchen Produkten. Und es gibt da auch Sachen, die man eigentlich fast nur bei Amazon bestellen kann. Ich hatte da von Olay oder Oil of Olas, gab es Sachen, die Retinolcreme. Also ich kann die bei uns nicht kaufen. Vielleicht gibt es die bei Müller, wir hatten keinen Müller bei uns. Und auf alle Fälle hätte ich das alles online bestellen müssen, aber es gibt da ganz, ganz viel Auswahl. Wenn ihr da mal hin wollt, ich glaube, das Ding ist noch cooler wie Müller. Ja, meine Lieben, das war's. Das war mein Vlog. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Ja, und demnächst geht es mal ein bisschen ans Putzen hier. Ich glaube, dann nehme ich euch mal beim Putzen hier in der Wohnung mit. Und ja, wir gucken mal. Und ach, ich habe euch ja, glaube ich, habe ich euch das jetzt eingeblendet? Das muss ich mal überlegen. Wir waren den Tag noch am Meer spazieren. Wir hatten wieder mega Kracherwellen. Und die ganze Luft hat geflirrt am Strand vor Feuchtigkeit. Man hatte das Gefühl, es kommt wirklich wie Regen, als würde es am Strand bald regnen. Die Luft war weiß vor Feuchtigkeit. Wir hatten an dem Tag hier 34 Grad und komplett bedeckt und 87% Luftfeuchtigkeit. Die Leute, die uns entgegengekommen sind, waren klitschnass geschwitzt. Es war so ein brüllend schwüler Tag an dem Tag. Viele, die hier lange schon auf der Insel leben, sagen, sowas haben sie wie hier in den letzten Wochen noch nie erlebt im September. Aber wir haben hier mittlerweile ein schwüles Wetter. Aber ab heute soll es besser werden und es ist auch schon besser geworden. Ich brauche weniger Wischen. Bin hier nämlich auch immer am Wischen, weil mir richtig schweißig ist und nicht warm, aber halt schweißig. Und ja, wir schauen mal. Also meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu meinem nächsten Vlog. Wir sehen uns dann wieder und ja, mal gucken, was dann kommt. Ihr könnt das nicht sehen, aber da hinten, die Luft, die flirt wie an der Nordsee, die ist voller Feuchtigkeit. Also ihr braucht da nur lang gehen, dann seid ihr nass. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das rüberbringt. Also mit Baden ist hier überhaupt nichts. Also hier vorne in der Bucht zumindest würde ich überhaupt nicht reingehen, weil hier kommen richtige Wellen an. Und da hinten sieht es auch nicht besser aus. Aber wie gesagt, die Luft, die flirrt vor Feuchtigkeit. Das steht wirklich, als wenn es am Strand regnet. Damit ihr mal sehen könnt, mein Mann hatte die Idee mit den Wellen und einer Person im Wasser. Damit ihr mal wirklich sehen könnt, wie hoch die Wellen da wirklich reinbrechen, ja. Das ist Wahnsinn. Schwupp. Schaut's euch an. Also ich wäre da nicht drin. Auf gar keinen Fall.